Wir wollen es genauer wissen. Fragen an bei allen Parteien, die im Bundestag vertreten sind. Bitten um ein Interview zu den Bilderbergern. Und um schriftliche Beantwortung unserer Fragen, wie beispielsweise: Welche Kenntnisse haben die Parteien über die jährlichen Bilderberg-Konferenzen? Wissen Sie etwas über die in Deutschland stattgefundenen Bilderberg-Konferenzen und wer diese finanziert hat? Warum erfährt die Öffentlichkeit nichts darüber, obwohl deutsche Parlamentarier daran teilnehmen? Warum werden die Medien ausgeschlossen? Das Ergebnis unserer Anfrage ist ernüchternd. Von keiner Partei bekommen wir ein Interview. Die CDU erklärt, nichts zum Thema Bilderberg sagen zu können, will uns dies auch nicht schriftlich bestätigen. Die CSU reagiert überhaupt nicht auf unsere Anfrage, hüllt sich in Schweigen. Die SPD will von Bilderberg nichts wissen, sich dazu auch nicht schriftlich äußern. Die FDP meint, dass über die Inhalte der Bilderberg-Konferenzen nichts verlautet werden darf, weil es anscheinend die Veranstalter nicht wünschen. Schriftlich möchten auch die Liberalen uns nicht antworten, faxen uns lediglich die Pressemitteilung mit der Teilnahme Guido Westerwelles an der Bilderberg-Konferenz in der Türkei. Die Grünen reagieren ebenfalls nicht auf unser Anliegen, auch nicht auf unsere Nachfragen. Die Linken antworten: Sie selbst haben Stimmen aus der Linken zitiert. Dem habe ich, die Pressesprecherin, nichts hinzuzufügen. Politiker der Linken haben an solchen Konferenzen nicht teilgenommen. Fazit unserer Anfrage: Keine Partei war zu einem Interview zum Thema Bilderberg bereit. Keine Partei hat unsere Fragen schriftlich beantwortet. Stattdessen nur Ausflüchte und Hinhaltemethoden. Ein Armutszeugnis für deutsche Politiker, für unsere Demokratie. Trotz der von den Bilderbergern ausgehenden Gefahr, natürlich auch für jeden Einzelnen, die sich gegen sie stellen oder in ihre Missgunst geraten sind. Wir wissen ja, dass die Bilderberger generell nicht ganz ungefährlich sind. Allerdings ist es ja oft so, dass die Bilderberger selbst dann glauben, ist man erstmal in diesem Kreis, kann einem nichts mehr passieren. Aber das ist dann doch auch wiederum ein Trugschluss. Denn auch hier können Einzelne eben abtrünnig werden. Sie können die falschen Ideen haben. Sie können vielleicht auch mit falschen Vorstellungen auf diese Treffen gekommen sein. Wie auch immer im Einzelfall. Jedenfalls ist es tatsächlich so, dass die Bilderberger, so wie es aussieht, ganz offenbar auch vom Mord nicht zurückschrecken. Es gibt natürlich auch da einige wesentliche Beispiele, was solche Morde betrifft. Das sind natürlich auch ganz besondere Morde. Erstens mal, weil es um besondere Personen geht. Zum anderen auch, weil die Hintergründe so schleierhaft oft sind, weil die Hintergründe nicht geklärt werden können, die Mörder werden nicht gefasst, die Ermittlungen sind schlampig. Es ist also alles so ein wirklich dubioses Umfeld auch, merkwürdig, ungewöhnlich in jeder Hinsicht. Eines der exponiertesten Beispiele auch, was Bilderberger Morde betrifft, war ja der Mord an Olof Palme, dem schwedischen Ministerpräsidenten, der am 28. Februar 1986 hinterrücks erschossen wurde, als er aus dem Kino kam. Und keiner wusste aber, dass er an dem Abend privat unterwegs war, zusammen mit seiner Frau. Er hatte sich am Abend völlig kurzfristig entschlossen und interessant aber, zuvor noch mit einem Bilderberger darüber telefoniert, mit Sven Aspling. Das war im Prinzip der Einzige, der das direkt erfahren hatte, was Olof Palme an jenem Abend überhaupt vorhatte. Und Palme, ja, warum sollte der eigentlich? Er war ja selber Bilderberger gewesen. Warum sollte er umgebracht werden? Nun, er war jemand, für den Moral noch eine Bedeutung hatte. Er war jemand, der eine pazifistische Haltung hatte, und er wollte einen atomwaffenfreien Norden, eine atomwaffenfreie Zone. Und außerdem hatte sich natürlich in Henry Kissinger einen mächtigen Feind geschaffen. Und es gab, wie gesagt, genug Gründe, Olof Palme zu beseitigen, ebenso wie Alfred Herrhausen zum Beispiel, den Chef der Deutschen Bank, für den Moral auch noch etwas bedeutete. Und er wollte eine Entschuldung der Drittweltländer erreichen. Das war natürlich auch eine enorme Entscheidung. Er hatte das in der Bank noch diskutiert gehabt, zwei Tage vor seinem Tod. Am 30. November 1989 starb er ja dann bei dem Bombenattentat. Auch hier völlig schlampige Ermittlungen, auch die Absicherung im Vorfeld. Er galt ja als eine der am meisten gefährdeten Personen überhaupt. Und hier plötzlich eigentlich so viel Schlamperei auf einem Haufen. Man hatte ja zum Beispiel auch Baustellen normalerweise in der Umgebung seines Hauses genau überwacht, hat sich da genau umgeschaut. Natürlich, wer treibt sich da herum? Was kann unter Umständen irgendwie auf einen Anschlag hindeuten? Aber da gab es
Bauzelt und niemand hatte sich da irgendwie drum gekümmert und dort hatten die Terroristen ja alles vorbereitet. Es ist unglaublich, was da abgelaufen ist. Und wie gesagt, Alfred Herrhausen war ein Gegner auch der Globalisierung und Globalisierungsgegner passen nun mal nicht zu den Bilderbergern. Eine Täuschungstaktik der eine Weltregierung ist die Orwellsche Verwendung von Zweideutigkeiten. Das heißt, Krieg wird Frieden genannt, Pazifisten Terroristen und diejenigen, die versuchen, die Wahrheit zu sagen, werden angeschwärzt, weil sie Hass verbreiten und Bösartigkeiten versprühen. Daniel Estulin, Publizist und Bilderberg-Kritiker. Auch andere Personen sind ins Fadenkreuz der Bilderberger geraten, wie der Journalist Daniel Estulin. 2007 erscheint auf Deutsch sein Buch »Die wahre Geschichte der Bilderberger« im Kopp Verlag. Daniel Estulin hat sich auf die Bilderberger spezialisiert, ist schon seit Jahren der Geheimweltregierung hautnah auf der Spur und hat dies fast mit seinem Leben bezahlt. Wir treffen ihn an einem geheimen Ort in Spanien, denn er hat immer noch Angst vor Repressalien um sein eigenes Leben. Ernsthaft habe ich 1995 angefangen, zum Thema Bilderberg zu recherchieren. Doch die Idee dazu hatte ich schon 1992. Mein Großvater war beim Geheimdienst. Es ist eine tragische Geschichte. 1992 stellte mein Großvater mich jemanden in Toronto, Kanada vor, dessen Namen ich nicht nennen möchte, der mit mir über die Geheimgesellschaft der Bilderberger sprach. Er erzählte mir all die Dinge, die wahrscheinlich in 2, 3 oder 10 Jahren passieren würden. Zunächst habe ich ihm nicht geglaubt, wie alle anderen auch nicht. Es war verrückt, was er mir über die Weltwirtschaft, die Immobilien und Finanzkrisen und Kriege erzählte. Doch ich prahlte mit diesen interessanten Geschichten, um die Mädchen zu beeindrucken und mich als eine Art James Bond darzustellen. Doch 3 Jahre später habe ich begriffen, dass manche dieser Geschichten, die mir dieser Mann erzählt hat, sich langsam bewahrheiten. Und dann musste ich mich entscheiden, ob ich ihm glaube oder nicht, und fragte mich, was geht in dieser Welt wirklich vor? Alles, was er mir damals erzählt hatte, ist dann eingetroffen. Alles, was ich bis dahin als wahre Geschichte angesehen habe, war eine Lüge. Danach habe ich angefangen, selbst in dieser gefährlichen Welt zu recherchieren und kam mir vor wie im Film Highlander, in dem die Hauptperson sich zwischen den Sphären bewegt. Ein Grund, warum ich nach Spanien gezogen bin, ist der, dass das, was ich tue, gefährlich für mich ist. Es ist sicherer, in Europa, in Spanien zu leben als in Nordamerika, weil ich hier weiter weg bin von der CIA. Ich fühle mich hier auch sicherer vor dem russischen Geheimdienst. Eigentlich rede ich nicht gerne darüber, weil es eine Menge verrückter Leute da draußen gibt, die mich töten wollen. Es ist wahr, dass die Sachen, die ich tue, Leute bloßzustellen, der Welt zu zeigen, wer sie wirklich sind, schlecht für die Gesundheit ist. Es gab mehrere Anschläge auf mein Leben. Aber darüber möchte ich nicht reden, denn es geht hier nicht um mich, sondern darum, die Machenschaften der Geheimgesellschaft der Bilderberger aufzudecken. Es ist eine Einweltregierung, die eines Tages ihre Befehle den jetzigen Regierungschefs geben wird. Es geht um Geld und um die Kontrolle von allem durch das Geld. Wenn man sich den inneren Zirkel der Bilderberger anschaut, sind es alles reiche Leute. Nochmal, es geht nicht um die Kontrolle der Nation, sondern um die Kontrolle des Geldes. Wenn man das Geld kontrolliert, dann kontrolliert man alles andere auch. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts in Amerika hatte die Regierung die Kontrolle über die Eisenbahn, die sie privatisieren wollte. Doch die einflussreichen, mächtigen Leute sagten nein, sie soll unter Kontrolle der Regierung bleiben. Schon damals war klar, dass wenn die Regierung etwas kontrolliert und sie die Regierung kontrollieren, sie dann auch das Machtmonopol haben. Die Konkurrenz vernichten sozusagen. Das ist auch die Idee hinter den Vereinten Nationen, hinter den Bilderbergern, hinter den Geheimgesellschaften. Das ist die Idee hinter allem. Länder wie die Vereinigten Staaten, die die Vereinten Nationen kontrollieren, lenken auch die Weltpolitik. Diese Kontrolle haben wir auch bei der Europäischen Union. Vor der europäischen Verfassung gab es verschiedene Nationalstaaten. Heute gibt es eine Verfassung, eine Währung, eine Flagge. Man kann beispielsweise bei einem Fußballspiel immer noch die deutsche Fahne schwenken, aber eigentlich ist es die der EU. Es gibt auch keine deutsche Mark mehr, sondern eine europäische Einheitswährung. Diese Verfassung wurde in den europäischen Verträgen von Rom, Amsterdam und Maastricht festgelegt. Wenn man diese liest, wird einem erst bewusst, dass